Vaterland. Ich meine, dass er ein gutes Verhältnis zu den Bauern hatte, das wussten wir. Das hat er, glaube ich, auch mal geschrieben. Habe ich von meinen Eltern mal was gehört. En toen kwam de Unheilstijding. Hochverehrter Herr Roche, ich muss Ihnen die traurige Nachricht übermitteln, dass Ihr Sohn Karl-Heinz am 6.10.1944 bei den Kämpfen nördlich Thürnhaut den Heldentod gestorben ist. Tja, wenn ein Bruder weggeht, wenn ein Bruder stirbt, fällt, ist schwer. Der Bauer hat uns geschrieben, dass er von Granatsplittern den Brustkorb getroffen wurde und daran sehr kurzfristig gestorben wäre. Und hat er Ihnen auch andere Geschichten über ihn erzählt? Gar nichts. Er schlief in meinen Armen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, ruhig ein. Als letzten, schmerzlichsten Dienst konnte ich meinem Kameraden nur noch die Augen zudrücken. Ihr Oberwachtmeister Heinz Wustmann. Die Leute haben mir erzählt. Also die Leute haben mir erzählt, dass der Karl-Heinz auf einem Bauernhof gelebt gewesen ist und hat die zwei Kinder, die da waren, gerettet. Und bei der Rettung ist er gestorben. Hat einen Granatsplitter abgekriegt. Und die Leute haben ihm, und dann wollen eben die Kinder, wo die leben noch, und die wollen uns treffen. Hey. Jan und Toos. Yes. Ja, der Bruder von Karl-Heinz. Echt wahr? Ja, das ist echt wahr. Het is toch, ja, het is. Ja. Als we leven redden, dat is nogal iets. Daar gaat toch veel doorheen hoor. Ja. Ja. Ja, is 69. Oh, van, ja. Kleinste. Ja. Wist ik gar niet. Ich wusste gar nicht, wie der Bruder gefallen ist. Das höre ich das erste Mal. Kijk, da ist er. Oh, ihr kleines Familie. Ach je. Ach, hoe hebben ze da allemaal knallen gekregen? Daar weet je wel niks van. Voor ons heeft hij er een heel goede keuze gemaakt. Maar ja, voor zijn eigen noodlot, hè. Dat denk ik wel van. God. Het heeft jouw leven gekost. Maar je hebt ons wel gered. Das liegt auch in seiner Art. Ich würde sagen, das ist eigentlich typisch für ihn. Wenn er helfen konnte, hat er geholfen. Sehr begabt.